Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zu meiner Preview zu NXT's Takeover Dallas. Beginnen wir erstmal mit den Non-Title-Matches, denn die haben es extrem in sich. Als erstes das Debüt-Match vor NXT, also vor WWE-Kameras, von Austin Aries. Der wird antreten gegen Baron Corbin, hat ja quasi sein normales Debüt so ein bisschen unterbrochen, hat ihn also gleich mal hier gezeigt, dass der Neue quasi keine Chance hat gegen Baron Corbin. Und ich muss sagen, Baron Corbin gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ein kleines bisschen besser. Allerdings geht natürlich nichts gegen the greatest man that ever lived. Und ich freue mich so krass, dass er von TNA jetzt zur WWE gewechselt ist, wie ja einige andere schon vor ihm und einige andere auch noch nach ihm. Ihn ja als einen guten Face einzubringen, indem man ihn gleich gegen einen der Top-Heels bei NXT zu setzen, ist nicht doof. Und ich freue mich schon auf dieses Match. In den letzten NXT Takeover Specials hat zwar Baron Corbin nicht ganz so überzeugen können, gerade in dem Match gegen Apollo Crews sah das alles nicht ganz so gut aus. Allerdings freue ich mich hier trotzdem und ich glaube, dass Austin Aries mit ihm ein ziemlich geiles Match machen wird. Und so haben wir eines der zwei In-Ring-Debüts bei NXT. Und natürlich tippe ich hier auf Austin Aries, denn Debütmatches sollte man auch dementsprechend präsentieren. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die Fehde der beiden noch ein bisschen weitergeht, aber auf jeden Fall tippe ich hier auf Austin Aries. Und bleiben wir gleich bei Apollo Crews, denn dieser wird antreten gegen den ebenfalls relativ neuen Elias Samson. Der hat ja quasi auch wieder so ein bisschen anderes Gimmick, ist halt nicht einfach nur der Wrestler, sondern kommt halt mit Gitarre zum Ring, singt eine Runde und irgendwie finde ich den auch ziemlich cool. Irgendwie ist es ja so, dass aus der NXT Talentschmiede wirklich teilweise extrem eigenartiges Zeug kommt, aber wie ich finde, wirkt das auch alles. Und ich feiere das und das ist ja auch die Hauptsache. Und obwohl man noch nicht so richtig sieht, wie Elias Samson sich in großen Matches bewährt, glaube ich dennoch, dass Apollo Crews mit seinem unglaublich coolen Stil hier einiges hinzaubern kann. Und dennoch gehe ich davon aus, dass Apollo Crews hier gewinnt, weil man ihn ja dann damit doch wieder in Richtung NXT-Titel pushen kann. Und das ist erstmal auch eine gute Sache. Dann haben wir ein richtig hammergeiles Match. Und dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das Match wird der absolute Wahnsinn. Shinsuke Nakamura als Zweiter, der sein NXT-In-Ring-Debüt vor Kameras auf jeden Fall in dem NXT Takeover Special hier zeigen wird. Gegen natürlich schon fast sowas wie das Face von NXT auf jeden Fall für mich. Und zwar Sami Zayn. Hier allerdings ist ja die Besonderheit, dass er wahrscheinlich das anstrengendste Wochenende vor sich hat. Denn er hat nicht nur das Match bei NXT Takeover Dallas gegen Shinsuke Nakamura, The King of Strong Style, sondern er steht ja auch noch bei WrestleMania im Intercontinental Championship Leitern-Match. Das werden also ziemlich anstrengende Tage für den guten Sami. Und hier kann man einfach mal nur davon ausgehen, dieses Match wird der absolute Wahnsinn. 5 Sterne schon fast garantiert. Von daher kann man sich da einfach nur zurücklehnen und die Kunst genießen, die uns diese beiden wirklich fast schon besten Wrestler der Welt hier zeigen werden. Und ich freue mich da extrem drauf. Das wird richtig Hammer. Mein Tipp ist hier allerdings Shinsuke Nakamura. Nicht nur, weil er auch sein Debüt gibt, sondern auch, weil ja Sami Zayn jetzt in den Main-Shows ist, dass man das halt quasi so nimmt, dass Sami Zayn dann damit zurücktritt. Oder hervortritt aus NXT auf jeden Fall und gibt die Fackel von NXT quasi zu Shinsuke Nakamura. Dann haben wir das NXT Women's Titelmatch. Da wird Bayley gegen Asuka antreten. Und ich glaube, das wird ihr härtestes Match, nachdem die Divas Revolution dann auch in den Main Shows startete. Denn Asuka ist einfach eine richtig, richtig kranke Sau. Die hat so einen krassen, harten Style, ähnlich wie Shinsuke. Und das ist einfach für die WWE-Augen, denn die sind das nicht so krass gewohnt, eine ziemlich neue Erfahrung und deshalb feiere ich hier auch Asuka extrem. Allerdings finde ich im Moment ein bisschen schwierig, da den Titel wechseln zu lassen, denn wir haben Bayley, die einfach der krasseste Face der ganzen WWE wahrscheinlich jetzt gerade ist und wir haben Asuka, die auch Face ist und die Leute, die natürlich auch feiern. Das heißt, wir haben hier einen ziemlich eigenartigen Mix und ich glaube, das könnte Asuka nicht ganz so gut tun, wenn sie hier Bayley den Titel abnimmt. Deshalb muss da irgendwie ein Heel rein und wenn ich mir das NXT Women's Roster so angucken würde, wäre da Dana Brooke die Einzige,
die für diesen Spot auf jeden Fall genug hinziehen würde und auch dementsprechend sich präsentieren könnte, um Championess zu werden. Allerdings müsste die ja dann erstmal über Asuka kommen und Asuka hat die ziemlich vergewaltigt. Von daher wird das sicherlich ein bisschen schwierig. Dennoch kann man hier auch davon ausgehen, dass dieses Match ziemlich krass, aber extrem gut wird. Deshalb NXT TakeOver müsst ihr sowieso gucken, weil die Matches alles richtig Hammer werden. Egal was mit WrestleMania wird, das hier ist das eigentliche WrestleMania. Also tippe ich einfach mal, dass Bayley hier den Titel verteidigt. Von mir aus kann Dana Brooke auch eingreifen, sodass so Asuka verliert. Aber Bayley geht hier over und mit dem Titel weiterhin nach Hause. Dann haben wir das NXT Tag Team Titelmatch. Da werden Dash und Dawson gegen The American Alphas antreten. Also Jason Jordan und Chad Gable, die meiner Meinung nach das beste Tag Team in der WWE sind. Und das muss meiner Meinung nach auch mit einem NXT Tag Team Titel gewürdigt werden. Wir haben ja mit Dash und Dawson irgendwie Tag Team Champions, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen, haben den Titel ja überraschend gewonnen. Und irgendwie hatten die danach auch nur die Fehde gegen Enzo und Cass, wo ja auch die Fans eigentlich wollten, dass Enzo und Cass mit den Tag Team Titeln irgendwann nach Hause gehen. Die haben allerdings immer verloren. Dennoch muss ich sagen, obwohl es gute Matches waren, haben mich Dash und Dawson einfach nicht so wirklich überzeugt. Weshalb ich einfach hoffe, dass die American Alphas hier mit den Tag Team Titeln nach Hause gehen. Die sind einfach eins der besten Tag Teams überhaupt. Die Harmonie zwischen den beiden ist grandios. Die Moves, die die machen, die Wrestling-Technik, die dahinter steht, ist der Wahnsinn. Und deshalb freue ich mich auch, wenn die beiden neue NXT Tag Team Champions werden. Und dann haben wir noch das NXT Championship Match. Finn Balor gegen Samoa Joe. Und hier finde ich es halt krass, wie man das Ganze aufgebaut hat. Quasi halt wirklich als krasse Blutsfehde der beiden. Aber ich finde nämlich ganz besonders cool, dass sie beim letzten NXT TakeOver Special, wo ja das Match auch schon war, Finn Balor gegen Samoa Joe um den NXT Titel, und da haben sie es so aufgebaut, dass Samoa Joe richtig, richtig, richtig gut in diesem Match war. Nur das Ende, da konnte es Finn Balor gerade noch so rüberreißen und hat dennoch da seinen Titel verteidigt. Allerdings hat man da schon gemerkt, okay, die Chance, dass Samoa Joe Finn Balor besiegt, die ist gegeben. Und wenn wir jetzt das Ganze wiederholen, auch nach so langer Zeit noch, dass Samoa Joe einfach gerade mit dieser Sami Zayn-Geschichte dann wieder als Number One Contender vor Finn Balor steht, finde ich das extrem cool gemacht, denn man geht hier einfach davon aus, dass Samoa Joe sehr wohl eine große Chance hat, hier NXT Champion zu werden. Außerdem gehen ja auch viele davon aus, dass Finn Balor mit dem Balor Club bei Raw am Montag dann debütieren wird. Also kommt er ja quasi in die Main Shows und sollte ja da nicht mehr NXT Champion sein. Somit wäre der Titel für Samoa Joe zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Möglichkeit, um das Ganze hier so zu drehen. Allerdings würden ja dann auch teilweise die Leute halt diese Spekulation noch weiter anregen, wenn Samoa Joe wirklich NXT Champion wird. Deshalb kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ein grandioses Match wird es. Und ich muss wirklich mal abschließend zu dem kompletten Event sagen, dass ich mich sogar zurzeit fast mehr auf NXT TakeOver freue als auf WrestleMania. Und genau das ist ja auch der Sinn von NXT. NXT TakeOver übernimmt also quasi die WWE und die werden hier ein richtig, richtig geiles Event zaubern. Da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Das wird einfach der absolute Wahnsinn. Also falls ihr das Network habt, solltet ihr auf jeden Fall das Ding gucken. Falls ihr das Network nicht habt, solltet ihr es euch holen. Und falls ihr es euch nicht holen wollt, guckt einfach am Samstag meine Review, denn gleich nach dem Pay-Per-View werde ich die Review machen, die dann natürlich auch 16 Uhr am Samstag für euch bereitstehen wird. Außer ihr seid Patreon-Leute, dann könnt ihr die vorher sehen, aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung zum Event in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr alles so tippt. Und das war's dann erstmal für heute. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video hier. Und wenn es so ist, dann gebt mir doch wie immer einen Daumen nach oben und teilt das Video noch für alle Leute, wo du denkst, die wollen sich das bestimmt angucken und wollen hier noch ein bisschen gefixt werden. Deshalb am besten teilen und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Das war's dann erstmal für heute. Auch rein bis zum nächsten Mal und ciao!